Ja, heute wird's mal wieder Deutsch bei dem Let's Play von World of Warships, nämlich mit der Friedrich der Große, in dem Fall das 9er Schlachtschiff, hier auch Top-Tier, in einem 8er, 9er, 8er, 7er Gefecht und ist hier alleine. Also vielen Dank, Lacey99, für die Einsendung. Und jetzt schauen wir mal, was er damit macht mit seinem Halloween-Outfit. So, und jetzt schauen wir mal. Gas, Gas, Gas. Die ersten 2 Minuten wir mal nicht los. So, und jetzt sehen wir die ersten Schüsse der Runde Richtung Iowa fliegen. Und da hat er schon ein bisschen Schaden anrichten können, aber mit 1350 war das natürlich noch nicht allzu viel. Da muss mehr kommen. Das reicht uns nicht. Ja, wer weiß, aus welcher Serie das ist, kannst du auch mal kommentieren. Keine Ahnung. Lange Zeit meine absolute Lieblingsserie gewesen. Da musste ich jetzt gerade denken, dran denken. Gut, York geht's weiter. Mal schauen, was die Schüsse so anrichten können. Jo, da fliegt schon die erste Zitadelle. 16.200 Schaden. Das reicht uns. Also gut, hätte auch eine Versenkung sein können, aber das war doch schon mal ganz ordentlich. Jetzt gehen hier die Schüsse in seine Richtung. Da waren die HE-Granaten unterwegs. Aber gut, das war noch so ein Schaden, der noch nicht wirklich eklatant ist. Die Izumo kommt jetzt hier gleich vorgefahren. Kommt allerdings noch nicht mit allen Türmen drauf. Jetzt schon, aber ja, die dreht gerade bei ihnen gar nicht so die allerbeste Position. Und da sieht man schon, jetzt hat er kaum mehr Fläche zum Beschießen. Ja, und das war's auch schon. Da gibt's kein Damage. Leider. Ja, die Ziele gerade nicht so zahlreich. Jetzt dementsprechend mal auf die Hatsuharu. Und da ist es eigentlich fast wurscht, ob HE oder AP umladen, macht natürlich gar keinen Sinn. Aber ein bisschen unpräzise geschossen, dementsprechend auch da kein Schaden drauf. Oh, die Iowa, die ist ja kaum in der Fahrt. Das wäre natürlich hier ein schönes Ziel. Jetzt hält er ein bisschen vor, aber die Fahrt eigentlich ganz schön für ihn. Also das könnte doch wieder mit ein bisschen Schaden belohnt werden. Ja, gut, 7.155 ist jetzt okay. Aber da kommt noch mehr, das verspreche ich euch im Laufe der Runde. Da wird jetzt aus der Nebelwand ordentlich geschossen. Kein Ziel, auf das er schießen kann. Die Hatsuharu ist hinterhalb der Insel. Das könnte sich als Ziel ergeben. Oder doch wieder die Iowa. Und da sieht es so aus, als ob er sich für die entscheidet. In dem Fall hätte man vielleicht mal einmal die Hatsuharu noch nehmen können. Weil lieber mal den Zerstörer aus der Runde genommen, als hier die doch guten 10.000 Schaden, aber wie gesagt, halt immer noch die drohenden Torpedos irgendwo im Wasser.
So, jetzt wird er langsam in den Fokus gestellt und jetzt wird hier wieder aus der Nebelwand auf ihn geschossen. Problem gelöst. Ja, auch der hat man gerade oben den Damage-Zähler ordentlich hochticken sehen. Also auch da war der Hit in Ordnung. Trotz dessen, dass wir die Yuzumo jetzt erst wieder sehen. Aber das war doch fein. Ich wurde übrigens gefragt, was für Kanonen ich auf das Schiff packen würde. Und klar, da gibt es nur eine Antwort. Das sind die 420 mm. Also wenn man schon das Kaliber zur Verfügung stehen hat, würde ich da das ganz klar präferieren. Aber ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu sagen, was ihr das beste Kaliber da haltet. Wie gesagt, ich persönlich 420 mm, ganz klar. Bereitet ihr auch schon so ein bisschen auf dann den großen Kurfürst oder die große Kurfürst dann vor? Na, aktuell hat der Gegner natürlich ein bisschen Vorteile, was so die Cap-Zonen angeht. Also sie haben zwar B noch nicht, aber sie versuchen da deutlich aggressiver den Punkt für sich einzunehmen. Ansonsten muss man sagen, hat sein Team den gravierenden Nachteil, dass sie A1-Zerstörer von Beginn weniger hatten und B, dass sie mittlerweile gar keinen mehr haben. Also da ist natürlich eine gewisse Sicht, Nebelwände als Unterstützung und sonstiges nicht mehr gegeben. Hier oben, oh, das war ein dicker Hit, hat man gut gesehen, er war davor bei 52.000, dann bei 64, also auch wieder ein 12.000er auf die Izumo, also die scheint ihm richtig Spaß zu machen. Und jetzt hier da drüben auch viele Schlachtschiffe unterwegs, also die dicken Dinger, die sind hier zahlenmäßig ordentlich vorhanden. Viele Torpedos auch da jetzt im Wasser, also da würde man sich als Zerstörer bestimmt sehr freuen, aber in dem Fall leider keine mehr vorhanden und er auch jetzt davon nicht profitieren können, dass hier da die so unfassbar knubbeln schon fast. Aber mal schauen, was er mit der nächsten Salve anstellen kann, Richtung Iowa wahrscheinlich, so wie es aussieht. Oder North Carolina. North Carolina finde ich ja fast das schönere Ziel, bewegt sich kaum noch. Also sozusagen das wirklich gut treffbare Ziel, natürlich weit weg, aber schauen wir mal, was da passiert. Yo, 32.000 Schaden, zwei Zitadellen. Der hat mal gerumst und da sieht man mal, warum es nicht so toll ist, mit einem Schlachtschiff stehen zu bleiben. Da ist man einfach ein noch besseres Ziel, ohne Frage. So, und jetzt will er natürlich die hier auch dann aus dem Spiel buxieren. Mal schauen, was hier die Granaten so sagen. Ne, die war noch nichts, aber er hat ja noch mal ein paar nachgesandt. Aber die landen alle dahinter. Also das war jetzt nichts, schade. Weil das wäre natürlich schön, die da aus dem Spiel zu nehmen. Scheinbar wieder auf die Iowa. Alle Stationen, bilde Position eines strategischen Ziels. Mit 15 Kilometer würde ich ein bisschen weiter vorhalten. Ich glaube, da unterschätzt er ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber man kann auf jeden Fall so schießen. Also Insel stört da keine. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Und ja, da kommen sie runter, aber 1350, und wie gesagt, ein bisschen weiter vorhalten hätte da wahrscheinlich nicht geschadet.
so die Gneisenau. Ja, das schaut vielversprechender aus. Gneisenau ist ein recht schnelles Schiff, dementsprechend deutlich weiter vorgehalten, hat aber gut gemacht und die Schüsse kommen nicht schlecht. Ja, und 13.000, damit kann man doch gut leben. Damit ist er jetzt schon bei 111.000 Damage. Und jetzt fangen die Sekundären an. Atlanta kommt da daher. Jetzt könnte es hier nochmal richtig spannend werden, wenn die Atlanta jetzt reindreht und das macht sie. Jo, da könnte es richtig scheppern. Aber doch nur 4000 Schaden. Hat er vielleicht sogar fast zu früh geschossen. Da hat er jetzt natürlich die Torpedos im Wasser. Atlanta schießt da alle los. Und dementsprechend treffen da auch zwei Stück. Das hat auch ordentlich gerumst, aber alles noch verhältnismäßig in Ordnung. Die Atlanta hat aber sogar die Iowa auch noch getroffen. Also vom Damage her hat sich die Aktion für die Atlanta gelohnt. Aber natürlich unterm Strich wird sie jetzt zerstört. Und das passiert hier durch die Sekundären. Aber muss ich sagen, Atlanta, wenn sie sich dachte, okay, irgendwas muss ich hier die Runde noch reißen. Und der Suizid, weil, was weiß ich, Mutti will raus oder Kind hat geschrien. Dafür war es doch noch eine schöne Action, die er da geboten hat. Muss man erstmal machen. Was haben wir da wieder da drüben? Oh ne, Izumo. Und die... Oh, oh, oh. Das könnte jetzt hier richtig, richtig rumsen. Schüsse gehen raus. Wuhuhu! 45.000 Schaden. 4 Zitadellen auf ein Schiff. Yo, Izumo. Stehen bleiben ist definitiv nicht smart. Also besonders in dem Augenblick. Das war ja wirklich, wirklich strange. Und hier jetzt gleich die nächsten dicken Dinger und auch da nimmt er die Iowa. Also scheinbar hat er es auch mit Schiffen mit I, da kommt er auch richtig gut zurecht die Runde. Also Iowa auch mit einer Zitadelle und da jetzt schon bei 189.000 Schaden. Also die 200.000, die dürften hier auf jeden Fall noch fallen. Die Gneisenau, das nächstschöne Ziel. Und... Oh, nur 6.000, nur 7.000. Das ist ja schwach. Was ein schlechtes Replay. Was macht denn die Amagi hier drin eigentlich? Na ja, gut, 7er, ja. Ich hab's jetzt gerade verwechselt. Gut, ist mit einem 7er Schiff. Da darf man schon in einem 9er Battle rutschen. Ja, aber jetzt die Chapayev, die ist da mal auch verschwunden. Und jetzt sind es nur noch zwei Schiffe, die der Gegner hat. Ein Cap, also die Runde hat sich da irgendwann mal rasant gedreht, kann man sagen. Und jetzt darf das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Die Gneisenau, die ist mit einer guten Salve locker weg. Und die Amagi, ich traue es ihm sogar fast zu, auch die mit einer Salve wegzumachen. Aber jetzt erstmal die Gneisenau. Man muss hier auch immer ein bisschen dran denken, auch da Thema Torpedos. Oh, da ist die Amagi. Und, wie viel machen sie hier? 41.000 Schaden, 2 Zitadellen. Holy moly. Das rumst mal. Also 4 Kills hat er ja. Einen bräuchte er noch dafür. Und da kommen schon die Gneisenau Torpedos. Einen bräuchte er. Oh, da treffen sogar 2 Stück. Dafür, dass er die Krake sich holt. Und jetzt hier, ja, mit einer Zitadelle, stilgerecht und 20.000 Schaden, holt er sich die Krake.
Also, sensationell, was er hier rausbratzt. 269.000 Schaden und jetzt ist die Gneisenau noch der letzte, der fehlt. Dreht auch schon rein, aber ja, das könnte natürlich schon schwierig werden. Schauen wir mal, wie viel er da jetzt macht. Ja, das hat nur 3.500 noch nicht gereicht. Da kann ich aber schon mal die Gelegenheit nutzen, vielen Dank zu sagen, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das angesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Euer Alcaramba.